habe ein Schaubild gemacht und ich glaube, über dieses Schaubild könnte man auch wochenlang sprechen. Ich glaube, das kann man hinten jetzt nicht mehr ganz so gut erkennen, oder? Okay. Da ihr das ja alles kennt und die Autoren, kann man das dann auch raten. Wir sind hier ein Raum voll von Experten und Expertinnen. Also, es ist einfach für mich der Versuch gewesen, aber der kann diskutiert werden und der kann auch gerne noch modifiziert werden. Das fällt für mich mal zu orten, um auch dann begründen zu können, welche Autoren ich eigentlich untersucht habe. Wenn man die Literatur in der Welt sich anguckt, deutschsprachige Literatur als eine Unterkategorie, dann kann man wiederum den Bereich der deutschsprachigen Literatur aus meiner Perspektive in verschiedene Untersegmente aufteilen. Das Feld der Literatur als etwas ganz breit diffuses, auf dem, mit Bourdieu gesprochen natürlich, die klassischen Kämpfe stattfinden, die dort nun mal stattfinden. Die erleben wir ja auch gerade. Und was ich jetzt versucht habe, war verschiedene Positionen. Und wenn man jetzt, das könnte man auch diskutieren, sagt, man redet jetzt wiederum von verschiedenen Traditionslinien oder Diskursen im literarischen Feld und da stößt man schon methodologisch wiederum aufeinander, könnte man sagen, es gibt so etwas wie die avancierte Popliteratur. Und ich habe dann Thomas Meinecke untersucht. Es gibt so etwas wie minoritäre bzw. interkulturelle Literatur. Und ich habe Ferin und Salmoglu untersucht. Es gibt so etwas wie die Untergrundliteratur. Ich habe mir die Social-Beat-Bewegung angeschaut. Die neo-avantgardistische Literatur, die satirische Literatur, Cartoons und Comics mit bestimmten Inhalten, experimentelle Lyrik, Happenings, postdramatisches Theater und einige andere Felder mehr, die sowieso schon aufgrund ihrer Traditionslinie in einem relativ engen Austauschverhältnis zu Diskursen der Subversion stehen. Und davon geschieden habe ich andere Felder der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur, die natürlich auch Verbindungen zu Diskursen der Subversion eingehen können, aber nicht unbedingt die so stark gemacht haben in ihrer Traditionslinie. Ich habe da mal aufgeführt, die Wenderomane, die Erinnerungsliteratur, die Mainstream-Pop-Literatur, auch über diese Kategorie könnte man natürlich sprechen, ob man Meinecke und Stuckrad-Barre einander gegenüberstellen kann, wenn ja wie. Engagierte Gegenwartsautoren, die dann natürlich abbilden, was ich eben problematisieren würde aus einer bestimmten Perspektive. Ich habe hier mal Tanja Dückers, Ilja Trojanow und Juli C. aufgeführt als Beispiele für jüngere, engagierte Gegenwartsautoren und Autorinnen. Und dann halt eben die frühe digitale Literatur, die dann natürlich auch unser eigenes Segment ist.